Christian Hohle, Garmanns Sommer. Aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger. Karl Hanser Verlag. Für Ott Olaf. Die Originalausgabe des Buches erschien 2006 unter dem Titel Garmanns Sommer bei J.W. Kappelens Verlag in Oslo. Es gibt eine Zeit in dein Leben, wo's besser laufen könnt. Garmanns Sommer ist bald vorbei. Die Grillenzirpen und die drei alten Tanten sind zu Besuch. Garmann schließt die Augen und denkt an schwarze Nacktschnecken, an juckende Mückenstiche und daran, dass er in die Schule kommt. Er öffnet die Augen wieder und ihm fällt auf, dass die Äste am Apfelbaum wie gekrümmte Finger aussehen, die zum Himmel zeigen. Bald kommt der Herbst. Du siehst die fast nimmer aussehen, bis schaust, bricht als Sonn. Ein paar Tage im Jahr kommen die Tanten zu Besuch und bringen Gicht und Verdauungsgeschichten und Makronenkuchen mit. Sie kommen mit dem Schiff aus einer anderen Zeit gefahren und haben ein weiches Päckchen für Garmann dabei. Garmann ist schon fast genauso groß wie die Tanten, obwohl er erst 6 ist. Die Tanten schrumpfen jeden Sommer ein bisschen in der Sonne, denkt Garmann. Bald können sie kaum mehr übers Gras schauen. Und kannst das recht machen. Ein Marienkäferchen kommt im Wind angeflogen und landet auf Garmann. Es hat 6 schwarze Punkte auf dem roten Rücken und Papa hat erzählt, dass es Glück bringt. Garmann sagt schnell 3-mal hintereinander einen Wunsch, bevor er die Tanten umarmt. Ihre großen Brüste schmiegen sich angenehm weich an seine Wange. Was bist du dünn und blass, sagen die Tanten und lächeln. Danke, gleichfalls, sagt Garmann und verbeugt sich. Garmann kann fühlen, was in dem Päckchen ist, lange bevor er es ausgepackt hat. Eine selbstgestrickte Pudelmütze mit Quaste. Keine schwarze Mütze mit Batman vorne drauf, wie er es sich wünscht. Garmann bekommt jedes Jahr das Gleiche. Er hat schon 6 Pudelmützen mit Quaste. Genauso viele, wie das Käferchen schwarze Punkte hat. So viel Schatten im Wald. Wo bleibt denn da die Sonne? Was willst du einmal werden, wenn du groß bist? Flüstert Tante Augusta und drückt ihm eine 20-Kronen-Münze in die Hand, ohne dass es jemand sieht. Feuerwehrmann oder Fußballspieler? Feuerschlucker, antwortet Garmann und steckt die Münze in die Tasche. Na, was wohl in der Schule auf dich zukommt? Hast du Schmetterlinge im Bauch? Fragt Tante Borghild. Ich hab Angst, antwortet Garmann und fragt sich, wie die Schmetterlinge wohl in seinen Bauch kommen sollen. Hey, Sohn, komm mal raus! Tante Ruth wird ganz nachdenklich.
Ich habe auch vor etwas Angst, flüstert sie. Bald brauche ich zum Gehen einen Rollator. Oder du kannst dir mein Skateboard ausleihen, antwortet Garman und stellt sich vor, wie Tante Ruth mit dem Skateboard den Bürgersteig entlang düst. Tante Ruth lacht aus vollem Halse. Wo ist die Zeit bloß gekommen, was mir noch Kinder waren? Garman klettert auf den Pflaumenbaum und hört, wie die Tanten den üppigen Garten in den höchsten Tönen loben. Sie schlagen die Hände zusammen, fallen sich gegenseitig ins Wort und schwirren wie die Bienen von Blume zu Blume. »Du hast wahrhaftig einen grünen Daumen«, sagen sie zu Garmans Mama, und Papa sagt, »Du bist so rot wie eine Tomate.« Die Erwachsenen reden ganz komisch. Manche Blumennamen klingen wie Namen von alten Frauen, überlegt Garman, als er den Tanten zuhört. Gladiolen, Lobelien, Dahlien, Chrysanthemen, Tagetes und Petunien, sagen sie. Im Herbst wollen Garman und Papa ein Herbarium anlegen. Kennst du das Gefühl von Geborgenheit? Das hätte ich fast verloren. Noch ist keiner von Garmans Zähnen lose. Und morgen fängt die Schule an. Jetzt wird es aber allmählich Zeit. Den ganzen Sommer über hat Garman jeden Abend vor dem Spiegel an seinen Zähnen gewackelt. Hanne und Johanne haben jede schon 4 Zähne verloren. Sie kommen auch in die erste Klasse. Die Zwillinge können alles, was Garman sich nicht traut. Radfahren, auf dem Zaun balancieren und mit dem Kopf unter Wasser tauchen. Außerdem können sie schon lesen und Rhabarber vorwärts und rückwärts schreiben. Garman wackelt wieder an seinen Zähnen, aber sie sitzen fest, so sehr er auch daran rüttelt. In der schnelllebigen Zeit vergisst man fast das Leben. Die Tanten haben alle Zähne verloren. Deshalb haben sie ein Gebiss. Wenn die Tanten nach dem Essen im Gartenstuhl sitzen und schlafen, pirscht sich Garman ganz dicht heran. Tante Ruth und Tante Augusta haben ihre Zähne in ein Wasserglas gelegt. Aber Tante Borkelt hat ihr Gebiss nur etwas gelockert. Bei jedem Atemzug bewegen sich die Zähne hin und her. Hey, Sohn, komm mal raus! Hey, Sohn, komm mal raus! Und wärm die Welt neu auf! Tante Borkelt hat viele Falten und lange weiße Härchen am Kinn. Die Falten sehen aus wie Jahresringe von Bäumen, denkt Garman. Er fährt mit dem Zeigefinger über eine Ader unter der dünnen weißen Haut an ihrer Hand. Blinde lesen mit den Fingern, denkt Garman und schließt die Augen. Die Haut fühlt sich an wie dünnes Papier. Tante Borkelt wird plötzlich wach und schiebt die Zähne an ihren Platz. Warst du auch mal ein Kind? Fragt Garman. Tante Borkelt denkt lange nach.
Eine Libelle bleibt in der Luft stehen. Dann lächelt die Tante und sagt: Ja, vor 150 Jahren. Und lacht, dass die Brüste nur so wackeln. Lass den Strahlen raus, komm, lass sie raus, tief in unser Herz hinein. Wirst du bald sterben? Fragt Garman. Tante Borkild sieht hoch zu den Ästen am Apfelbaum. Ja, es ist bestimmt nicht mehr lange hin. Sie zupft an ihrem Kleid. Dann trage ich Lippenstift auf, ziehe mein schönstes Kleid an und fahre mit dem großen Wagen über den Himmel, bis ich zu einer großen Pforte komme. Durch die Pforte komme ich in einen Garten, der genauso schön ist wie dieser hier, nur viel größer. Hast du Angst? Tante Borkild nickt zaghaft. Sie holt eine Bürste aus ihrer Tasche und kämmt sich die silbergrauen Haare, die in der Sonne leuchten. Ja, Garman. Ich habe Angst, wegzufahren und dich zurückzulassen. Aber in den großen Garten ist es bestimmt sehr schön. Damit man wieder Mensch sein kann. Tante Ruth ist die Nächste, die aufwacht. Wovor hast du Angst? Fragt Garman. Vor den langen Winter, antwortet Tante Ruth. Alle alten Frauen haben Angst vor dem Winter, vor den kalten und dunklen Abenden und den Räumfahrzeugen, dem schneefegen und glatten Bürgersteigen, davor, sich Spikes unter die Schuhe schnallen zu müssen und den Rollator durch den Schnee zu schieben. Komisch, dass sich manche vor dem Winter fürchten, wundert sich Garman und denkt an das Iglu, das er bauen will, an die Rodelbahn im Park und an heißen Kakao mit Sahne. Tante Augusta hat vor nichts Angst. Sie ist vergesslich geworden und ihr fällt nicht mehr ein, wovor sie Angst haben könnte. Ich freue mich so auf den Makronenkuchen, sagt sie, als Garman fragt. Wer alles vergisst, hat auch vor nichts mehr Angst, denkt Garman. Hast du auch vor etwas Angst? Papa und Garman sitzen auf der Treppe und trinken Johannisbeersaft. Papa ist viel weg. Er sitzt fast jeden Abend im Orchestergraben des Konzerthauses und spielt Geige. Manchmal darf Garman mitkommen, aber er kann Papa im Dunkeln da unten nicht sehen, auch wenn Papa auf einem Kissen sitzt. Wenn er lange genug hinschaut, kann er manchmal den Bogen der Geige sehen, der über die Bühnenkante lugt. Morgen geht Papa mit dem Orchester auf Tournee. Garman hat gesehen, dass der schwarze Smoking in der Diele bereithängt und der Geigenkoffer auf dem Stuhl liegt. Ich habe Angst davor, dich und Mama allein zu lassen, sagt Papa. Und dann habe ich Angst vor jedem Konzert. Stell dir vor, was passiert, wenn ich zu schnell spiele.
Papa holt tief Luft. Ich glaube, alle Menschen haben vor etwas Angst, sagt er. Auch Hanne und Johanne? Fragt Garmann. Auch Hanne und Johanne, antwortet Papa, bevor er auf den Dachboden muss, um Geige zu üben. Hex und komm mal raus, Hex und komm mal raus, und wärm die Welt neu auf. Mama wird Garmann zur Schule begleiten. Sie hat ihm eine neue Brotdose und einen neuen Rucksack gekauft. Morgen wird sie ihm die Schuhe zubinden und ihm mit den vielen Knöpfen an seinem Hemd helfen. Wenn sie zu der großen Straße kommen, wird sie aufpassen, dass er in die beiden Richtungen schaut, bevor er sie überquert. Das haben sie den ganzen Sommer über geübt. Lass den Strahlen raus, komm, lass sie raus, tief in unser Herz hinein. Am Rand des Gartens ist eine Hecke mit Geheimzimmern darin. Dort wohnen mehrere hundert kleine Spatzen. Wenn Garmann ganz still da sitzt, kommen sie heraus. Er kriecht in die Hecke und gibt den Vögeln ein paar Brotkrumen. Sie zwitschern und singen vor Freude. Auf dem Boden liegt ein toter Spatz. Garmann nimmt ihn in die Hand und streichelt ihn vorsichtig mit dem Zeigefinger. Die grauen Federn in seinem Nacken sind noch ganz weich. Er legt den Vogel in eine große, leere Streichholzschachtel und vergräbt sie in der Erde. Dann macht er aus zwei Holzstäbchen ein Kreuz und legt es darüber. Er hört die Stimmen der Tanten im Garten, ihr Lachen und das Klirren der Kaffeetassen. Wer stirbt, darf mit dem großen Wagen über den Himmel fahren, denkt Garmann. Aber zuerst wird man bei den Regenwürmern vergraben und muss zu Erde werden. Damit man wieder Mensch sein kann. Mama räumt den Tisch ab, während die Tanten Halma spielen. Hast du vor etwas Angst, Mama? Flüstert Garmann, noch halb in der Hecke versteckt. Mama sieht sich um. Dann setzt sie sich ins Gras und spricht leise zu der Hecke. Ich habe Angst davor, dass Garmann auf dem Weg zur Schule die große Straße überqueren muss. Die Autos fahren dort so schnell, darum hoffe ich, dass er vorsichtig ist. Sie steht auf, bürstet sich das Gras von den Knien und ist mit dem Tablett und den Kaffeetassen schon auf dem Weg ins Haus, als sie stehen bleibt und zur Hecke zurückkehrt. Sie flüstert. Und dann habe ich noch Angst vor nächsten Dienstag, da muss ich nämlich zum Zahnarzt. Das erinnert Garmann an etwas. Er wackelt so fest wie möglich an seinen Zähnen, nimmt sich einen nach dem anderen vor. Die Tanten reisen ab. Sie haben alle Zeit der Welt, aber keine zu verlieren. Die drei alten Damen füllen ihre Reisetaschen mit Marmeladengläsern, Blumen und Illustrierten und sagen, dass der Sommer dieses Jahr eine tolle Vorstellung gegeben habe. Garmann wäre es lieber, der Sommer hätte gerade erst angefangen. Mama räumt das rote Kleid zurück auf den Dachboden. Man nimmt's oft gar nicht mehr wahr, sie steht da ganz unscheinbar.
sei sie auch noch so klein, im Großen und Ganzen wird sie wichtig sein. Garman darf in die Bucht gehen und zusehen, wie das Schiff auf den Fjord hinausfährt. Drei tiefe Stöße von der Schiffssirene und die Tanten verlassen die Stadt. Er sieht zu, wie die Tanten immer kleiner werden. Bald geht ihre Reise in den Himmel. Sie winken Garman, bis das Schiff zu einem kleinen Punkt geworden ist, der in den Wolken verschwindet. Und wenn's genauer hinschaust, ist jede wunderbar und so klar. Am allerletzten Sommerabend sieht Garman seine Schultasche noch einmal durch. Er räumt das Mäppchen aus. Ein Fußballradiergummi, 8 Farbstifte, ein neuer Bleistiftspitzer, ein zerbrochenes Lineal und eine Streichholzschachtel mit Briefmarken. Er packt alles wieder zurück ins Mäppchen und überprüft, ob sich der Reißverschluss leicht öffnen lässt. Die ersten Wespen schwirren benommen auf dem Fensterbrett herum. Der 6. Sommer ist viel zu schnell vergangen. Als Garman seinen Rucksack zumacht, spürt er einen kühlen Luftzug. Aus den Augenwinkeln sieht er, wie vom Apfelbaum das erste Blatt herunterfällt. Vom Schlafengehen prüft er ein letztes Mal, ob einer seiner Zähne lose ist. Es sind noch 13 Stunden, bis die Schule anfängt. Und Garman ist ein bisschen mulmig. Das war Garmans Sommer von Stian Hole aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger, Karl Hanser Verlag. Alle Rechte von Bildern und Texten liegen beim Autor bzw. beim Verlag. Musik Harry und Ernschi. www.harry-ernschi.de. Das Stück ist auf der CD Lass die treiben auf allen digitalen Streaming- und Download-Plattformen erhältlich. Das Stück wird verlegt bei Donnerwetter Musik GmbH München. Gelesen von Martin Ehrensberger. Vielen Dank. Lass dich treiben wie eine Blume im Wind, weil du weißt doch nie, wo das Glück dich findet.